Eine Kerze steht flackernd im Raum und vor ihr ein komisches, rundes Ding. Sieht man in das Innere, dann findet man dort einen kleinen Lichtfleck, der sehr verdächtig nach unserer Kerzenflamme ausschaut. Aber mehr kann man nicht wirklich entdecken, zumindest nicht mit der Kamera, mit den bloßen Augen schon. Man entdeckt nämlich auch den Rest der Kerze. Aber was ist das, was da vor uns liegt? Nun, das ist eine kleine physikalische Revolution. Bekannt seit der Antike ist die sogenannte Camera Obscura, das heißt nichts anderes als dunkles Zimmer, dunkle Kammer. Und hat man so etwas im Taschenformat quasi entwickelt aus Pappe, dann spricht man auch von einer Lochkamera. Letztlich sind das zwei Pappröhren, die ineinander gesteckt sind. In der inneren Pappröhre haben wir eine Art Bildschirm und an der äußeren Pappröhre eine ringförmige Lochblende. Und mit dieser Kamera kann man die Umgebung beobachten. Dabei entstehen Bilder, die stets auf dem Kopf stehen, wie wir hier gut erkennen können. An der Bewegung kann man sich gut orientieren und weiß, was man hier sieht. Letztlich sieht das einfach nur aus wie schlechte Fotos oder schlechte Filme, aber das war der Beginn der Fotografie, wie wir sie heute kennen. Genutzt wurde die Camera Obscura auch von den großen Künstlern wie Leonardo da Vinci für seine Zentralperspektiven. Und wir können diese Lochkameras heute als die ersten einfachen primitiven Vorgängermodelle unserer heutigen Kameras verstehen. Die heutigen Kameras haben natürlich noch jede Menge Linsensysteme eingebaut, deswegen sind die Bilder erheblich schärfer und besser. Das grundlegende Prinzip einer optischen Abbildung kann man anhand der Lochkamera am einfachsten verstehen und deswegen wollen wir uns im Folgenden die Strahlengänge des Lichtes im Inneren dieser Camera Obscura näher ansehen. Um den Strahlengang näher zu untersuchen, nehmen wir das konkrete Beispiel, dass wir eine Kerze durch die Camera Obscura betrachten. Die Kerze ist jetzt hier links im Bild, die Kamera ist im Querschnitt rechts im Bild. Ihr seht, dass die Kamera aus zwei Teilen besteht. Da gibt es einmal das innere verschiebbare Teil mit dem transparenten Schirm und dann gibt es das äußere Teil mit der Lochblende. Und nun gibt es verschiedene Größen, die man kennen muss und die wir uns jetzt alle nacheinander ansehen. Zunächst einmal hat der Gegenstand, unsere Kerze also, eine bestimmte Höhe. Diese wird bezeichnet mit dem Großbuchstaben G, hier rot gekennzeichnet. Gegenstandshöhe groß G. Die Entfernung des Gegenstandes von der Lochblendenebene, also von der Front der Kamera, wird als Gegenstandsweite bezeichnet. Sie bekommt den kleinen Buchstaben G. Ihr seht also in lila hier eingezeichnet den Abstand, die Gegenstandsweite klein g. Im Inneren der Kamera treten zwei Größen auf, die vergleichbar sind mit dem, was wir eben außerhalb der Kamera beobachtet haben. Da gibt es zum einen die Bildgröße, also wie groß wird die Kerze auf dem Schirm, dem transparenten Schirm im Inneren der Lochkamera abgebildet. Dieses nennen wir Bildgröße groß B. Die Entfernung dieses Bildes von der Lochblendenebene der Kamera nennen wir Bildweite klein b. Wir sehen also, die Entfernungen werden immer mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet. Die Größen, Gegenstandshöhe und Bildhöhe werden mit Großbuchstaben gekennzeichnet. Diese beschriftete Skizze müsst ihr bitte ins Heft übernehmen. Und dann geht es gleich weiter mit dem Strahlengang im Inneren der Kamera und im äußeren Umfeld der Kamera. Ihr seht hier wieder die gleiche Skizze wie eben, nur habe ich einige Strahlen ergänzt. Zu diesen Strahlen gilt es einiges zu erläutern, denn so ganz einfach verständlich ist es ansonsten nicht. Wir erinnern uns, wie sehen wir Dinge? Nun betrachten wir zum Beispiel die Kerze. Die Kerze ist zunächst mal die Flamme, ein selbstleuchtender Gegenstand. Das heißt, von der Flamme treffen in unser Auge im Normalfall Lichtstrahlen.
Hier gehen die Lichtstrahlen in die Lochkamera und dort sieht man dann das Bild der Flamme. Jetzt habe ich vereinfachend hier genau einen Lichtstrahl eingezeichnet, der von der Flammenspitze im Äußeren, also vom Gegenstand, auf den transparenten Schirm in der Lochkamera fällt. Und genau da, wo sich dieser Lichtstrahl kreuzt mit dem Schirm, da muss die Spitze der Kerze auf dem Bild liegen. Auf diese Art und Weise kann ich das Bild der Kerze punktweise konstruieren. Ich beginne also mit der Flammenspitze. Von der Flammenspitze aus suche ich mir einen Lichtstrahl, der etwa durch die Mitte der Lochblende geht. Und da, wo dieser geradlinige Strahl den transparenten Schirm im Innern der Lochkamera trifft, dort muss die Spitze des Bildes der Kerze liegen. Ähnlich verfahre ich mit dem Fußpunkt der Kerze. Das heißt, ich nehme mir den untersten Punkt des Kerzenrandes und verbinde diesen über die Mitte der Lochblende wieder mit dem Schirm im Innern der Lochkamera. Dort, wo dieser Strahl den Schirm trifft, dort muss auch der Fußpunkt des Bildes liegen. Und schon ergibt sich, weshalb das Bild genau verkehrt herum auf dem Schirm entsteht. Es ist einfach so, dass die Punkte, die oben an meinem Gegenstand liegen, unten auf dem Bildschirm abgebildet werden, während die Punkte, die unten am Gegenstand sind, nach oben treffen auf dem Schirm. So, das kann man Punkt für Punkt machen. Man muss es aber gar nicht, denn man weiß ja, dadurch, dass man die beiden Randpunkte genommen hat von der Kerze, wie die Kerze dort liegt. Ich habe mir jetzt noch den oberen Rand des Wachsteiles der Kerze herausgegriffen, damit ich das Bild auf dem Schirm schön konstruieren kann und man erkennen kann, wie rum die Kerze liegt. Wir wissen ja in der Praxis, wenn man sich das anschaut, erkennt man den Rest der Kerze kaum. Mit bloßen Augen geht es einigermaßen, mit der Kamera konnte man es nicht einfangen. Aber der selbstleuchtende Teil ist natürlich viel deutlicher zu sehen. So aber konstruiert man grundsätzlich das Bild auf dem Schirm. In dieser Skizze habe ich nun unten nochmal die Beschriftung der ganzen Größen ergänzt. Wir sehen groß G die Höhe des Gegenstandes in der Natur, so hoch wie er ist. Klein g der Abstand des Gegenstandes von der Kamerablendenebene. Groß B die Höhe des Bildes auf dem Schirm im Innern der Kamera. Klein b der Abstand des Bildes, also der Abstand des Schirmes von der Lochblendenebene. Bitte ergänzt das in eurem Mitschrieb. Mithilfe des Strahlenmodells des Lichtes konnten wir uns jetzt also sehr gut erklären, weswegen das Bild im Kamerainnern immer auf dem Kopf steht. Es gibt aber noch sehr, sehr viele andere Phänomene zu beobachten. Zum Beispiel verändert sich das Bild, wenn man den Abstand des Schirmes im Innern der Kamera zur Lochblende verändert. Es verändert sich auch, wenn man den Abstand zum Gegenstand verändert. Auch die Größe der Lochblende hat einen Einfluss auf das Bild, wie ihr gut erkennen könnt, wenn ihr das selber ausprobiert. Und darum soll es gehen, deswegen will ich das jetzt hier gar nicht vertiefen, wie sich was ändern könnte, sondern jetzt seid ihr dran. Ihr sollt selber so eine Kamera bauen und basteln, das wäre natürlich toll, und selber ausprobieren, welchen Einfluss haben denn die Veränderung der Bildweite, klein b, welchen Einfluss hat die Veränderung der Gegenstandsweite, klein g, und welchen Einfluss hat die Blendenöffnung? Dazu muss man diese Dinge tatsächlich in der Praxis erproben. Und genau darum soll es jetzt gehen, damit auch ihr so schöne Kamerabilder bekommt wie ich.